Wo sind wir denn jetzt? Ja. Warte, war hier nicht unser Vogel? Nee, das war ein anderer Ort. What? Was war das denn? Wer schreit denn da so in dieser Stunde noch rum? Ach so, das bin ich, mich wieder aufnehmen. Oh, Alter, wie der aussieht! Da wollen wir nicht kämpfen, oder? Na gut, ich bin ready dafür! Ha! Oh, Hilfe, nicht schlagen, bitte verschone mich! Hä, ich dachte, du bist krasser Übeltäter. Ich mag Furchteinflüsse aussehen, aber ich bin kein Unhold! Lass mich dir zuerst etwas erklären. Mein Name ist Mosego und wie du ja sehen kannst, bin ich ein Dämon. Ich wohne hier im Wolkenort. Aber ich tue keiner Seele was zuleide. Und Kindesentführung liegt mir fern. Ich würde niemals ein Kind entführen. Ja, so einer bin ich nicht. Im Gegenteil, dieses kleine Mädel ist die einzige, die keine Angst vor mir hat. Die Tatsache, dass sie mit mir Zeit verbringt, ist wie ein Geschenk für mich. Ich wäre so gerne mit den Menschen hier im Dorf befreundet, doch leider fürchten sich alle aufgrund meines dämonischen Aussehens vor mir. Dabei würde ich mich wirklich gerne mit den Menschen anfreunden. Aber ich fürchte, dass mein Aussehen wie immer wieder in die Flucht treiben wird. Es ist eine Tragödie! Obwohl, es gibt da allerdings eine Legende, die man sich unter Dämonen erzählt. Und hier ist von den Juwelen der Güte die Rede, die man erhält, wenn man den Menschen eine Freude bereitet. Mit einer großen Anzahl dieser Juwelen der Güte soll es möglich sein, sich von einem Dämon in einen Menschen zu verwandeln. Ich habe einen Entschluss gefasst, ich möchte ein Mensch werden! Junger Edelmann, ich habe das Gefühl, dass du ein Mann reinen Herzens und voller Güte bist. Aus diesem Grund würde ich dich gerne bitten, für mich die Juwelen der Güte zu sammeln. Würdest du das für mich tun? Ja, okay. Tatsächlich? Ich habe gehört, wenn man Menschen hilft, ihre Probleme zu lösen, erhält man die Juwelen der Güte. Manchmal erscheinen sie auch an Orten, an denen sich viele Menschen versammeln, überall im Wolkenmeer. Auch der Wolkengott ist solch ein Ort. Oh, das reimt sich. Ich habe dich, der du ein reines Herz hast, verzaubert, sodass du nur nun an die Juwelen der Güte sehen kannst. Warum ich das nicht mache? Weil, eben. Der Zauber wirkt jedoch nur nachts. Suchte die im Wolkenmeer verteilten Juwelen der Güte, also stets in der Nacht. Oh, ich würde dich selbstverständlich reich dafür belohnen. Das steht außer Frage. Reich belohnen? Meinte ich nicht, ich kann nur nachts reich werden? Schmeckt. Und da bist du ja. Der Dämonen-Onkel ist gar nicht böse. Er hat mich gerettet, als ich fast von einer Klippe gefallen wäre. Nachts ist es draußen gefährlich, hat er gesagt. Deshalb warte ich, bis es hell ist. Dann gehe ich wieder zurück zu Mama und sage ihr, wo ich war. Mama glaubt ihr nicht. Okay. Ja, also ich habe gedacht, wir kämpfen jetzt. Aber er sieht cool aus, muss ich sagen. Deine Flügel sind richtig cool. Aber er will lieber ein Mensch sein, weil er nicht so dämonisch drauf ist. Okay. Ich meine, jeder wie er will, ne? Wenn er Transmensch sein möchte, dann erfüllen wir ihm seinen Wunsch. Also er ist Transmensch, das weißt du, ne? Ja, ja. Deshalb suchen ihm grade, wir helfen ihm gerade Geld für seine Oberoperationsmensch. Ja, kann man sehen, wie man möchte. Ich habe nur keine Ahnung, wie diese Dinge aussehen und wo man sie findet, aber hey, Ingi. Okay. Ja, gut. Ja. Du kriegst, also du siehst jetzt, also es gibt jetzt zwei Arten, wie du sie bekommst, ja? Ja. Erstens, indem du Quests, also indem du Sidequests machst, bekommst du, also indem Menschen hilfst. Das heißt, du gehst durch Wolkenhort, fragst den Menschen, was sie brauchen. Ah. Und, ja. Und es gibt ein paar, die liegen einfach verstreut irgendwo im Wolkenhort. Okay. Ich guck mich hier gerade ein bisschen um. Sie sind böse jetzt, ne? Die sind böse, genau. Du kannst sie einfach mal schreien, dann kriegen die Angst vor dir. Dann sind die was? Oh. Dann kriegen die Angst vor dir. Komm mal her, Kleiner. Hallo. Hopp. Hopp. Ich muss mir einen neuen Schild kaufen. Ich glaube, ich mache mal wieder Tag. Jo, kannst du gern machen. Und gleich auch nochmal zur Schule gehen, ne? Okay. Du bist sogar... Ja, hier kannst du Geld verdienen. Oh. Hallöchen. Grüß dich, Mike, wie geht's?
Tut mir leid, Mike, dass mein Haus heute wieder so schmutzig ist. Kuckuck sagt ja mal, dass ich putzen soll, aber ich bin so faul. Willst du mir helfen, Mike, bitte? Ich kann dir natürlich auch kenntlich zeigen, wenn das so ist. Das freut mich, du bist ein Prachtkerl. Ja, du kannst blasen, aber nicht mich. Okay, dann blasen wir mal. Oh nein, Mike, oh nein. Ja, du kannst jetzt das Haus sauber blasen. Aber nicht singen. Okay. Die Musik ist so richtig spannend. Ich glaube, ich muss mal so ein Mic out of context schneiden. Ja, das wäre super. Leute, wenn ihr wollt, dass Iggy das macht, dann geht mal auf Iggys Kanal und spammt ihn in die Kommentare voll damit. Wie gut ist doch, einen Staubsauger zu haben, oder? Hey, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ne? Staubsauger, die wir hier haben, die sind so lame. Da muss man anstöpseln, die gehen nur mit Energie. Der geht einfach so. Magisch, sag. Naja, ja, Magie, Mike. Okay. Du siehst doch, das sind noch Spinnenweben. Du musst doch die ganzen Spinnenweben entfernen, ja? Du musst... So, dann kann sie sich wieder schminken. Essen ist sowieso überbewertet. Jetzt kann sie auch wieder richtig vernünftig schlafen. Ist ja eklig, die Spinnen schlafen ja mit. Ja, ein bisschen noch was kaputt machen. Fürs Glück, ne? Wenn das runterfällt, dann hat man 10 Jahre Glück, habe ich gehört. Habe ich gerade ausgedacht, aber ist auf jeden Fall so. Naja, so, Scherben bringen Glück. Ja, klar. So, hier noch. Das war's. Oh, sie an, Mike, du hast die ganze Stadt beseitigt. Mike, klasse! Jetzt fühle ich mich endlich wieder wohl in diesem Haus. Komm her, ich gebe dir eine Belohnung. Nee, ich habe schon genug Belohnung bekommen. Aber hey, was hast du noch so anzubieten? Vielen Dank, Mike. Jetzt fühle ich mich wieder gut zu Hause. Und wir kriegen... aus Mario Galaxy ein Sternjuwel. Juhu! Jetzt können wir es auf Luma schießen. Ah nee, 5 Juwelen in der Güte. Ein Juwel der Güte beinhaltet menschliche Dankbarkeit in kristallisierter Form. Hilft einem Menschen, so erhält so stets 5 Einheiten davon. Okay, wir brauchen wahrscheinlich eine bestimmte Anzahl davon, damit er wieder zum Menschen wird. 120. Mache Galaxy, ich wusste es! Also, hier ist ein kleiner Lohn für deine harte Arbeit. Zahntribüne. Wow. Auf den ersten Blick scheint es nicht viel zu sein, aber wenn du da mehrmals wirklich hingehst und da wirklich gambelst, irgendwann hast du das Geld für den Laden von Terry. Hi, kannst du schon nach Hause gehen? Falls du unterwegs Kuku begegnet, sag ihr was. Du sollst Kuku sagen, hallo Mike. Dass du sollst ihn von ihr grüßen. Achso, ich soll nochmal zurückgehen zum Monster. Okay, jetzt machst du mal Folgendes. Es ist noch Nacht, soll ich noch eben zum Monster gehen? Am besten gehst du jetzt pennen und wir gehen zum Bazar, weil das ist auch noch ein paar Sachen, die wir vorbereiten müssen. Es gibt einige Sachen, die wir gerade abarbeiten. Na, Ingi, weil sie meint ja, wenn du Koko Sieg sagt, dir bitte Bescheid. Deshalb, ich dachte, ich soll jetzt mal zurückgehen. Nein. Nicht Koki, sondern Koko. Die du gerade gerettet hast, das ist Koki. Okay. Koko ist jemand anders. Ja, aber Koki freut sich doch auch. Und... Ja, Mike. Bazar! Wir sind wieder da. Halleluja! Ich brauch ein Schild. Wer verkauft hier nochmal ein Schild? Bei dir gehst du mal rein. Hier, kurz. Bei ihr? Bei ihr? Red mal mit ihr. Ah, willkommen. Was willst du denn? Moment mal, kommst du einfach wegen mir? Klar. Was, ehrlich? Das sagst du da so, um mir zu schmeicheln, oder? Aber ein wenig Glück nicht, macht das mich ja schon. Zurück zum Geschäft, möchtest du was oder nicht? Ja. Okay, dann mach. Okay, was wollen wir machen, Niki? Okay. Hö, lol! Einfach irgendwas einlagern. Einfach irgendetwas. Und sie guckt uns währenddessen zu.
Ja, muss jetzt nichts besonders ein. Okay, das ist aber cool. Verkauf. Ja. Können wir auch wieder rauslagern? Ja, kannst du auch. Also einmal zack, dann okay und dann wieder rausnehmen. Ja, kannst du auch machen. Kostet nur immer Geld, ne? Ja, ja, vielen Dank und so, I don't care. Oder? Nein, kostet kein Geld. Ja, ja, was willst du? Ja, ich will benutzen. Okay. Also hab ich das gemacht. Ja, ist doch cool. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das übelst, also ob das man das machen muss, aber du. Es gibt sowieso irgendwann Sachen, die du da reinlagern musst, weil du nicht genügend Platz in deiner Tasche haben wirst. Ja, finde ich cool. Ja. Ich weiß nicht, ob man 5 Seiten voll davon braucht, aber finde ich cool, da hat man schon viel Platz. Die 5 Seiten sind tatsächlich für Leute, die ihre Schilde und so alles da reinlagern und ganz viele Schilde haben. Okay. Die Leute. Aber die sind doch direkt hier. Ja, du kannst hier kannst du jetzt hergehen und den kannst ein Schild nehmen. Genau. Hey, das ist ja so ein Schild. Das ist voll cool und so. Oh, der Robin. Okay, gebe. Man sieht mich gar nicht. Ja, vielen Dank. Danke, danke. Ja, ja, ich weiß auch, wie das geht. Oh, sie hat was Neues. Ja, sie hat was Neues. Hör gut zu, mein Lieber. Ich habe ein neues Rezept fertiggestellt. Ich nenne diese Wunde Gebräu den Ausdauertrank. Na, geil, oder? Okay, Ausdauertrank. Ist das der? Der sollte Leben und Ausdauer wiederherstellen. Welcher davon ist denn was, weiß ich halt nicht. Okay. Soll ich einfach mal ausprobieren? Ja, guck mal, frag doch mal. Einfach untersuchen, dann sagt sie das. Erzähl mir was. Achso, sie erklärt es mir dann schon, okay. Ja. Was macht das? Rüstungskampf, dann haben wir mehr Rüstungen kämpfen. Eigentlich nützlich tatsächlich. Ich glaube, den nehmen wir ja, sogar für Bosskämpfen. Okay, also für Boss ist der gut, deshalb nehmen wir den mit. Ja. Ha! Oh, ich habe kein Geld. Ja, du hast alles bei Terry ausgegeben. Aber ist jetzt auch sowieso nicht schlimmer, jetzt gerade brauchst du sowieso nicht unbedingt die Tränke. Okay, Heal brauchen wir auf jeden Fall. Mindestens ein Heal ist immer wichtig. Den nehmen wir mit. Ist nur 20. Super billig, nehmen wir mit. Yay! Wieder ein bisschen Tomatensaft, dankeschön. So, jetzt gehst du mal in die Schule. Okay, jetzt gehen wir zur Schule. Weil Mike hat die Schule zu lang geschwänzt und jetzt muss er mal wieder hin, habe ich gehört. Schnauze! Was? Das ist nun wirklich das erste Mal, dass ich Bart in diesem Zustand sehe. Er schließt sich jemand in seinem Zimmer ein, weigert sich rauszukommen. Du bist daran schuld, dass du da verschwunden bist, Opfer. Red mal mit ihr. Sag mal, Mike, was hältst du von Kuko? Hat er gar. Ja, genau. Er ist freundlich und hilfsbereit. Und männlich. Und sieht gut aus. Ach, was bin nur mit mir los? Tut mir leid, dass ich so etwas Komisches gefragt habe. Link, der Cupido wird die beiden bestimmt zusammenfinden können. Aber wir haben eine andere Quest vor. Also das hat für eine andere Bestimmung Zeit. Okay, was machen wir jetzt? Red mal mit Coco nochmal. Ist das der? Jupp. Na, du wirkst ja schon viel fröhlicher, Mike. Das ist die richtige Einstellung. Zelda wird nach Hause kommen. Du musst noch fest dran glauben. Ich hab sie. Ja, ja, sie wird schon kommen. Badezimmer. Haben wir da schon mal drin? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, hier waren wir noch nicht dran. Planschi, planschi. Und wie sieht Mike und. Wie sieht der Wasserhahn aus? Wie eine Ente. Quack, quack. Ich nenne sie Quacky. Extreme. Ich gehe immer mit meinen Vasen planschen. BAM! soll ich hier kurz irgendwo schlafen? Ja, kurz schlafen, rausgehen. Und hi Jesus, darf ich bei dir schlafen? Ja? Nice, danke. Ich heiße aber nicht Jesus. Oh, Nacht ist mir völlig verändert. Immer war sie aus Versehen nachts in der Schule eingesperrt. Das war vielleicht ein Aufruhr. Wenn du also schon nachts rausgehst, dann bitte vorsichtig. Ja, Katzen sind manchmal wild, ne? Wenn sie kein Essen kriegen, dann werden sie halt schon aggressiv. Das ist normal. Aber das sind keine Katzen, das weißt du. Das sind Lemuren. Vielleicht kommt ein Jumpscare. Es ist ruhig. Guck mal, Mike, was da ist. Die liegen einfach so rum? Ja. Ein Juwel!
Okay. Guck mal, ich habe schon fast alles eingesammelt, was geht. Das ist cool. Okay, oben raus. Und dann? Wo wollen wir hin? In der Nacht. Wir suchen ein, zwei Juwelen der Güte. Okay, cool. Die sind wo? Die sind überall im Wolkenhorn verstreut. Du musst die nur finden. Da war es noch nicht drin, ne? Ich weiß es nicht. Bam, 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 bam. Okay, es war ein anderes. Das ist der Typ. Aber... Ah, ich kann nicht blasen. Schade. Okay, never mind. Mike! Egal, aber ich habe sowieso eine andere Hilf dafür. Ich muss es tun. I gotta do it to him. Du undankbares Stück Scheiße! Können die sterben? Alter, wir sind hier auf YouTube. Kann nicht, allein können die nicht. Kannst du nicht umbringen. Also ich würde dir jetzt nochmal anraten, überall in Wolkenhaut mal herzugehen und zu gucken, ob du irgendwo die Juwelen der Güte findest. Okay, das. Oder du schlägst weiter das. Bist du Cookie? Cookie ist das kleine Ding. Du hast meine kleine Kugel gefunden, richtig? Oh, vielen Dank. Und sehe nur, dass du mir solche Sorgen und sie liegt hier sinnruhig und schnarcht. Ja, alles gut. Mir geht's gut. Wir schlafen mal mit ihr. Nee, lassen wir lieber da. Hi. Ich schlafe mit der Mutti. Ah, oh, Mike! Dank dir ist meine liebe Cookie gesund und munter nach Hause gekommen. Wie kann ich dir bloß danken? Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Ich danke dir für meine Güte. Hat sie Güte gesagt? Das nehmen wir mit! Dum, ba, 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 ba. Ba. Ja, ich würde mal sagen, Leute, dann können wir ja jedes Mal, wenn ich einen Dungeon fertig schaffe, eine Folge mit Inki machen. Genau. Was? Wie oft habe ich das schon gesagt, Mutter? Mal lauschen? Jetzt reg doch nicht so auf, mein kleiner Schatz. Natürlich reg ich mich ja auf. Ich weiß ja, dass du jemanden bezahlst, damit er unser Haus putzt. Wollen wir nicht Brot und von den Rubinen kaufen? Ich komme auf der Ritterschule kaum über die Runden, weil du die ganze Zeit unsere Rubine verpimperst. Scheiße, ich habe irgendeine Beziehung kaputt gemacht. Und nebenbei schufte ich auch noch nachts, nur damit du hier den ganzen Tag über faulenzen kannst. Also wirklich, was bist du denn für eine Rabenmutter? Wir stehen einfach. Sag mal, Mike. Was machst du denn hier eigentlich hier? Ich glaube, wir sollten ihm nicht sagen, dass wir mit ihrer, dass wir mit seiner Mutter geputzt haben. Du hast aber gerade nicht zugehört, oder? Wie lange steht das schon? Entschuldigung. Das hast du gehört. Ja, wenn wirklich, dann laufe ich nachts Patrouille, um ein wenig Geld nebenbei zu verdienen. Ja, same. Du kannst mich ruhig verachten dafür, aber du bist ja auch nicht viel besser. Hörst fremden Leuten bei ihren Privatsprüchen zu. Also, Schwamm drüber. Vergiss mal einfach, was so ein begegnet ist, ja? Sorry, Bro. Er weiß aber zum Glück noch nichts. Wäre, glaube ich, auch besser, wenn wir ihm das nicht erzählen. Also, ich muss die finden. Du musst die finden. Also, es gibt eine bestimmte Anzahl und es gibt nicht, du kannst so viele davon sammeln, dann hast du es eigentlich schon. Sondern es gibt eine bestimmte Anzahl, die man finden muss. Es gibt eine bestimmte Anzahl, die du finden musst und eine bestimmte Anzahl, die du durch Zeitquests bekommst. Und die sind immer an den gleichen Orten. Hä? Lol. Ja. Die sind nicht random irgendwo verteilt, die Juwelen der Güte. Die sind fest irgendwo liegend hier rum, im Wolkenhaut. Genau, guck mal, was da rumliegt. Badam, badam, badam. Wenn du auf. Ich glaube. Oh, du hast wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm diese Zeichen meiner Dankbarkeit. Mittlere Geldbörse. Noch mehr. Ah. Ich brauche leider noch mehr Juwelen der Güte, um endlich ein Mensch werden zu können. Bitte sei so gnädig und hilf mir noch ein wenig mehr. Uhu! Ich spüre die Wärme, die von den Juwelen der Güte ausgeht. Nimm dieses Zeichen meiner Dankes. Okay, man geht immer wieder Belohnungen. Das ist gut. Oh, das ist sehr nice. Ein Herzteil. Sammle 4, um deine Lebensenergie, um dein Herz zu erhöhen. Dir fehlen nur noch 3. Ja, das ist ja ein Ding. Allgemein, Herzteil in Zelda spielen ist sowas. Gefällt mir nicht, aber muss man trotzdem sammeln und das zählt sonst nicht 100%. Wenn du nicht alle hast. Ich brauche leider noch mehr. Mhm. Okay, also wahrscheinlich immer 5 und dann gibt er einen was. Geh ich mal von aus? Mhm. Okay. Das war sehr gnädig von dir. Immer 15 ist, glaube ich, auch wirklich so, dass es sich immer steigert, dass du immer mehr holen musst. Okay. Ja, gut, dann haben wir schon mal ein bisschen profitieren können.
900 mehr Money können wir jetzt tragen. Also war schon über 1000. Über 1000? Ah ja, so meinst du es. Kassen. Guck mal, Mike, guck mal wieder zurück. Stell dich mal dahin und tu dich ganz langsam umgucken. Nicht ganz langsam und guck mal ganz genau hin. Also, geh mal weiter nach vorne, du siehst es nicht, oder? Oder? Hast du es gesehen? Was denn? Na, da links, weiter links, da an den noch weiter links, was da hinten ist. Siehst du es? Orangener Punkt. Wähl jetzt wieder rechts. Rechts, Mike, jetzt. Du musst deine Kamera wieder nach rechts drehen. Da. Wo? Da bei dem Turm. An dem Turm. Orangener Punkt. Da? Yep. Ist da jemand? Ja, guck mal, was da ist. Junge, du bist so. Junge, Adleraugen einfach. Ja, ich weiß, manche weiß ich, dass sie Woody sind. Okay, das ist gut. Ich meine, einer war noch auf der Dings drauf. Hier oben? Na, nee, nicht. Auf der Schule war, glaube ich, noch einer drauf. Da drauf, auf der Schule. Okay, auf der Schule, dann auf zur Schule. Karte offen. Okay, guck dich mal hier um. Da. Entweder kannst du ihn jetzt wegpusten mit dem oder mit einem anderen. Oder versuch mal mit deinem Käfer den zu holen. Oh! Nice! Ich hab ihn! Schön! Mike, ich fühle mich wirklich schlecht, weil du diese Zähne mitbekommen hast. Das ist für mich furchtbar peinlich, aber meine Mutter ist wirklich wahnsinnig faul. Ich weiß nicht, was ich mit ihr machen soll, ey. Aber um mich muss ich dir keine Sorgen machen. Ich frage mich nur, wer bei uns immer das Haus putzt. Wer könnte so blöd sein und meiner Mutter diese Aufgabe abnehmen? Ja, muss ja wirklich eine Person sein, die blöd ist und nicht irgendwie aus anderen Gründen sowas macht. Wie Geld. Ja. Geh mal auf die Schule drauf. Auf der Schule drauf müsste auch noch einer sein. Ihnen gefällt das nicht. Okay, ich wollte es nur wissen. Was man machen muss, Mike? Mit der Rollattacke gegen die Wand. Nee. Ja, oder so. Oder du wartest, bis der runtergeht. Ja, ich hab ihn! Ein Wolkenhirschkäfer! Sehr beliebt bei den Kindern im Wolkenhort. Achtung, kneif gerne mit den Zangen. Wo ist der Beliebte? Der kann im Brise wehtun. Kinder, ey. Hä? Noch ein neuer! Eine Himmelsanbeterin! Mit seinen starken Greifarmen macht dieses Insekt Jagd auf seine Beute. Es lebt gerne in luftigen Höhen. Noch drei Käfer und noch drei Sammelstücke. Da haben wir alles mal einmal gesehen. Okay. Mike? Ja? Du kennst diese Brücke, die unter diesem Stein, also wenn du jetzt hier runter gehst, ne? Da ist ja links so eine kleine Brücke, so eine kleine Holzbrücke. Ja? Geh mal da über die Brücke. Ah! Cool! Das sind generell ist die obere Etage komplett für Lehrer und Weiber. Warum wohl? Ach, irgendwie. Zimmer von Mike! Link ist ja ein männlicher Boy. Okay. Und weil er so gütig ist, hat er hier in seinem Zimmer auch eine Gütekristall versteckt. Du weißt ja noch, wo der Wasserfall ist, ne? Fun Fact, jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, befindet sich dieser Rubin jedes Mal neu da. Ja, sehr, sehr schöner Fun Fact. Also, wo sollen wir jetzt als nächstes lang? Oh, ich sehe auch gerade, es gibt wirklich Sachen, da hast du noch nicht die Items für dich zu holen. Achso, also kann ich noch nicht alles holen. Du kannst noch nicht alle holen, tatsächlich. Okay, ja. Also wollen wir dann jetzt alles abgeben? Haben wir schon alles, die wir bekommen können? Wir haben noch nicht alle. Ja, die untere ist zu, die obere ist offen. Spann dich, Link, du rennst ja nicht mal richtig. Du joggst ja nur. So, alle am Schlafen, das Einzige, was du hörst, so. Okay, und jetzt? Schwimm zum Wasserfall hin. Hilfe, der schwimmt! Nein! Da rechts mal an der Kante, da kannst du ja wieder hoch. Ja, hier ist ein Wasserfall, da würde ich, glaube ich, sterben. Herr, warte mal einen Moment. Wenn das Wasser da wieder runtertröpfe, wie kommt es denn wieder hoch, damit das hier... Ja. Ach so, magisch, okay. Blim, blim.
Blum, blum, blum. Woo! Terry wird sich später freuen. Wer ist hier nicht, Ingi? Wirklich nicht? Ja, hier ist nichts. Nee, ich hab grad nichts gesehen. Geh mal zum Holzsteg und guck da mal runter. Siehst du da hinten die Insel? Ja. Da müsstest du vom Holzsteg aus hinkommen können. Von hier? Jupp, da kannst du hinspringen. Was ist das für ein Superjump? Na so, gut. Jetzt dreh dich mal um. Guck mal nach. Guck mal. Da müsstest du jetzt wieder zurück zum Wolkenhorn gehen. Und da unten sollte ein Juwel sein. Aber das kann ich noch nicht betätigen, ne? Das dafür brauchen wir irgendeinen Stein. Okay. Whee! Nice. An diesem Juwel, ne? Weißt du, wie lange ich daran gesessen habe? Komm, erzähl. Das ganze Play über. Als ob. Am Ende hast du es erst gefunden. Ja, weißt du warum? Warum? Du gehst dann wirklich her mit der Aurasuche, habe ich da gesucht. Und dann stehst du vor diesem Haus da vorne. Und es zeigt dir die ganze Zeit, dass das Juwel beim Haus ist. Hier? Ja. Ja. Der sagt die ganze Zeit, ja, das ist beim Haus, das Juwel. Ich wusste nicht mal, dass man hier runterklettern kann. Lol, okay. Ja, aber geh mal in Sicherheitshalber noch mal in das Haus rein, Mike. Ein Moment, Dingy. Unser Staubsauger kann dir bestimmt helfen. Ich weiß nicht, was das bringt. Aber wir können es drehen. War ich zu weit? Jetzt! Ja. Nice, okay, aber ich weiß nicht, was zu machen. Mike? Ja? Nix. Noch nichts. Achso, das ist für später. Wollen wir abspringen? Willst du springen? Bist ja. Du verrückt? Ja. Fun Fact: Wolkenvögel schlafen nachts. Cool. Oh! Jetzt habe ich's verstanden. Oh, bei 30 gibt's wieder was. Alright, ja. Ich habe die Hälfte oder so. Na gut, dann kommen wir ein andermal wieder hier zurück und dann werden wir jetzt Tag machen und dann wahrscheinlich im Wolkenmeer etwas erkunden gehen, oder? Mhm. Jo. Okay, Ingi, es ist morgens. Wir wollen springen! Ich spring jetzt, Ingi! Ich tu es! Ich tu's nicht! Nein! So, wo wollen wir hin? Wir haben einiges zu erkunden, einiges Neues. Geh mal zur Kürbisinsel, das würde mich mal interessieren. Und dann dort. Da habe ich doch schon alles. Ja, aber dann mal schlafen gehen und dir mal dort ein paar Juwelen in die Hüte oder so rein. Ah, da. Oder? Wir crashen! Ah! Und kann ich ihm jetzt Bescheid sagen, dass ich gefunden habe, das Dämon? Der. Du hast ihn gerade schon bewegt und konntest einen Blick auf die elende Bestie werfen? Schau ich nicht wahr? Du brauchst mir nichts vorzumachen. Ich weiß, dass du verdammt Angst die Hosenfolge hattest. Okay. Ich bin nicht du, aber alles gut. Ja, wir schlafen einfach hier. Merkt schon niemand. Gute Nacht, Jungs. Ah. Weiter geht's mit dem Abenteuer. Die sind trotzdem noch alle da! Ja, natürlich. Aber draußen? Ja? Oben. Oben. Ist er hoch. Oh! Ja, gib her. Ah, nur von der Seite. Dann bitte mal rum. So, ihr wisst, Leute, bei 30 kriegen wir wieder was Neues. Deshalb sammeln wir genug. Holt sich Glühwürmchen. Ja! Ein Glühwürmchen! Gilt als das seltenste Insekt überhaupt und kann ausschließlich an dunklen Orten gefunden werden. Also so selten fand ich es jetzt nicht. Naja, nehme ich mit. Ich weiß zwar nicht, wofür man alles braucht, denke ich, aber es schadet nicht, die mitzunehmen. Also für das, was du später halt, wofür du den halt später brauchst, das wird noch sehr, sehr schön. Also das wird dich entweder gefallen oder... Komm her! Ah. Nein! Ich hab halt die Insekten noch nie wirklich gebraucht. Ist er jetzt weg? Ja. Okay. Sehen Sie, wie es da leuchtet? Du Schwert aufgespießt, zack. Mitnehmen.
Ist das alles hier fürs Kürbis-Basel? Das war alles, genau. Das ist gerade die, die ich mich am besten... Dann war eins da noch, glaube ich, bei Terry. Dann müsstest du bei Terry schlafen. Aber ja. Wenn du da jetzt runterspringst, ne? Mike, Mike, tu es nicht. Nein, Mike, nein! Wie geht's auf meine Tür aufmachen? Hat's vergessen. Die findet's super.